Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls. Ja, beim letzten Mal sind wir hier beim Schrein von Solaire stehen geblieben. Ich habe mich wieder nach Anor'Londo teleportiert. Denn hier haben wir noch einiges zu tun, Leute. Noch einiges zu tun. Denn wir sind jetzt in Dark Anor'Londo. Die Dämmerung ist da und ja, das Ganze hier war nur eine Illusion. Und was wirklich in Anor'Londo abgeht, das finden wir jetzt heraus. Und die Riesen wurden ersetzt durch die beiden Kumpanes. Okay, ihr wollt einzeln gegen mich kämpfen? Schlechte Idee, aber gut. Ein Boulder Knight und ein... Das ist doch Torik! Der beste Eisenmann. Oh, ihr seid voll Idioten. Ganz ehrlich. Sorry, aber you're a dumbass. Mr. Boulder Knight, oh, please. Get wrecked. This is how we do it here. Genau, die sind anscheinend nicht so sehr erfreut darüber, dass wir hier... Ein bisschen aufgeräumt haben, ne? Ein bisschen aufgeräumt. Ich guck mal, was der große Schmied dazu sagt, dass hier jetzt alles Daku ist. Ich glaube, der hat da nichts dagegen, oder? Der ist ja... Muss einfach mal Licht einmachen und dann sieht er auch, was er schmiedet. Beziehungsweise, da ist ja eh immer... Ist ja eigentlich eh immer nicht, ne? In der Schmiede ist ja eigentlich... Eigentlich ist er ja eh immer hell. Ja, also... Der dürfte damit eigentlich keine Probleme haben. Übrigens liegt da auch noch ein Item, was wir nicht geholt haben. Was wir jetzt aber holen werden. Das nicht ganz unwichtig ist. Genau, eine Kiste. Geh weg. Genau. Hopp. Falkenring. Der macht irgendwas mit dem Bogen. Hallo. Hallo. Forge, I can. Strong. Das hätte ich auch erwartet, du bist nämlich ein fucking Riese. Waffe verstärken. Kann ich nochmal. Ne, ich habe ja keinen Funkel, ne? Funkel. Ja, ich will ja auch nicht. Ich brauche. Mal gucken. Ich brauche nämlich meine Seelen für was anderes. Aber was das ist, das werden wir später herausfinden. Du wirst nämlich zu dem anderen Schmiedimack-Schmiedenstein. Der hat nämlich was für uns, was wir haben wollen. Dafür brauchen wir 20.000 Seelen, was nicht wenig ist. Und warum ich gerade was getrunken habe, das kann ich euch sagen, weil gleich ein Contender auf uns wartet. Eine Herausforderung, die wir nicht ablehnen können. Und nicht werden natürlich auch nicht. Nicht wollen, vor allem. Nicht wollen ist das Wort, was ich suchte. Und ja, die Riesen hier draußen sind auch weg, das ist sehr angenehm. Muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Hier ist alles schön dunkel. Schön schattiges Plätzchen. Jetzt knallt die Sonne auch nicht mehr so. Und wer ist denn da? Hallo. Hashtag Edgewalk. Oh, du denkst, du kannst... Ich wollte dich eigentlich reden lassen, aber... Ich kann ja nix. Guck dir meine Reichweite an. Kannst ja nix. What the fuck? Es tut mir leid, dass ich sie nicht haben ausreden lassen. Egal. Feuer der Seele. Genau. Damit können wir jetzt nämlich unser Sunny D upgraden. Ja, wir müssen noch... Ach Gott. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hinten auf jeden Fall noch hin. Leute? Wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir müssen das hier einmal hochspinnen. You spin right around, baby, right around. When you go down, when you go down, down. Können wir eigentlich das Leuchtfeuer hier wieder entfachen, wenn wir ihr die Seele zurückgeben? Ich glaube, dann ist sie aber immer noch pissed auf uns. How dare you give me back my soul? I want to kill you. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Genau, das Feuer hier ist jetzt aus. Genau, kann nicht mehr entzündet werden, aber... Da, wo sie stand, kann ich auch nichts mehr... Skelett? Nö. Da ist kein Skelett.
Kann ich auch nichts machen. Schade. Na gut, das, den Versuch, was wird. Den Versuch, was wird. Ich wollte nicht sein, aber das wollte sie wohl nicht. Ja, die ist eine... Wie sagte man? Eine Untergebene von Gwyndolin. Dem Sohn von Gwyn und dem Bruder von Guinevere. Der wir einen Pfeil präsentiert haben. Das war natürlich nicht die echte Guinevere, ja, ganz ehrlich. Also, das war... Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war eine Illusion... Hergestellt von Gwyndolin. Und, ja. Ja, Lore ist ja auch, jetzt, kann ich jetzt ausführen. Hat auch viel mit Dark Souls 3 zu tun, muss man sagen. Was hier alles passiert. In Dark Souls 3 erfährt man noch mehr, was in Anor Londo geschehen ist. Zum Beispiel, dass das hier alles gar nicht real ist. Muss man auch irgendwie anders noch hinkommen. Ich überlege gerade, von da hinten, von der Plattform kommt man doch auch. Okay, ich gehe wieder zurück. Auf zur Plattform! Genau, hierhin wollte ich. Genau, und dann können wir jetzt nämlich hier wieder rein. Da, wo wir beim letzten Mal bonusiert sind. Können wir jetzt hin, da müssen wir jetzt runter. Spacko. Hey! Die! Die in witness and pain! Die machen gar nicht so wenig Schaden, muss ich sagen. Oh, der hat was gedroppt. Ist das gedroppt? Wurfmesser. Wow, danke dafür. Spaß. Genau, hier ist nämlich Achtung vor der Lügner. Naja, nee. Nee, das ist keine Illusionary Wall. Wie kommt man denn ja jetzt runter? Da muss man ja ganz kurz. Ja, ganz kurz mal gucken. Ganz kurz mal. Hey, na? Man könnte natürlich... Wurfmesser, wow. Könnte natürlich hier... Hui! Rüber und dann... Darüber, hey! Yes, geile Sprungskills, mate. Was gibt's denn hier? Oh, hallo! Hallo? Nope, hier wird nichts getrunken. Professor, wow, denke ich, ne? Professor, beste Sache auf jeden Fall. Ist hier wer, der stört? Nö. Ist das eine reale Kiste? Ja. Kreisförmig, reale Kiste. Jesus Juice! Wie kommt man denn jetzt da unten hin? Wie kommt man da unten hin? Guck mal, da unten ist eine Tür, durch die man kommen müsste. Ich weiß, dass man da unten auch hinkommt, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach runterjumpe, das ist ja die niedrigstmögliche Position, dann sterbe ich trotzdem, habe ich das Gefühl. Vor allem, wie komme ich hier weg? Das ist noch viel eher die Frage. Was? Ach so, man kann das ganze Ding noch einmal runterfahren. Das öffnet natürlich ganz neue Wege. Man kann die Plattform zweimal drehen. Ah, looky, looky. Da sind wir also. Und da geht's aber auch noch lang, oder? Oder sehe ich da gerade in der Nacht falsch? Ja, da sehe ich falsch. Offensichtlich ist da nichts mehr. Doch, der Tod. Aber den Tod besuchen. Besuchen wir später. Aber wir sind ja cursed undead. Können also gar nicht sterben. Tja, das ist problematisch. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Und genau hier wollten wir hin. Genau. Ja, den Sturz hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt. Hallo. Guten Abend. Und hier sind ein paar ganz, ganz fiese Painting Guardians. Und warum sie das Painting Garden... das werden wir herausfinden. Hey, Mr. Painting Guardian. Die. In witness and pain. Ja, die haben nichts drauf. Die sind einfach Lappen. Lappen, Lappen, Lappen. So viele Lappen auf einem Haufen. Hat man ja noch nie gesehen. Huch. Oh oh. Get wrecked, Alter. Get wrecked. Get wrecked. Get wrecked. Aua.
Ja, Pokes for Days, Alter. Pokes for Days. Ah, Überraschung. Überraschung. Du kannst nichts dagegen tun. Meine Reichweite ist zu lang. Alter, den Jump Attacks ziehen sie aber einiges an Leben ab. An Stamina. Wo ich gut Stamina habe. Hey, Buddies. Come on, come on, come on, come on, Alter. Come on, come on, come on. Steck mich hier hinter der Säule, könnt ihr mich nicht kaputt machen. Da hinten liegt noch shiny Zeug. Ja, da kommen sie. Nein! Backstabbing! Nein! Again. Okay, well, that didn't work as planned. Da hinten liegt noch was. Okay, drei habe ich noch. Zwei zum Preis von einem. Nur heute im Sonderschlussverkauf. Hey. Kannst dich von meinem Speer wegrollen. Er ist lang. Länger als dein Leben. Ja, insert Bad Joke hier. Wurfmesser. Wow. Wow. Jedes Mal. Wow. Das ist natürlich die Frage, was liegt hier? Große Zauberwaffe. Oh, that's awesome. Oioioioi. Oiski poiski kapitanski. Ja. Roll in meine Attacke. Oh, da liegt noch Stuff. Bitte? Du willst ja auch nicht trinken. Ah, da hinten liegen bestimmt noch Wurfmesser. Pa! Don't care, man. Don't care. Was ist hier? Schwarzeisenhelm, Schwarzeisenrüstung, Schwarzeisenschuppen, Schwarzeisengamaschen. Das ist die Rüstung vom eisernen Torek. Was liegt denn hier noch? Großschwert und Schwarzeisenschild. Genau, das sind die Waffen vom guten Torek. Tja, lore-technisch kann ich euch ganz kurz erklären. Ich habe mir natürlich in Vorbereitung ein Video von Vati Vidya, dem besten Souls-Lore-Experten der Welt, angeguckt. Der ist ja natürlich in Zen's Fortress und sonst auch begegnet. Hat dort seine Hilfe angeboten und ist hier auch nach Anor-Londo gekommen. Musste aber, also wegen ihm war auch das Fenster zerbrochen. Er hat es kaputt gemacht, Schweinerei. Musste auch hier rüber balancieren und natürlich war das mit seinen Fähigkeiten mäßig gut. Und er ist hier runtergekracht und ja, da wurde er von den Painting Guardians angegriffen und in die Ecke getrieben. Und als nächstes begeben wir uns auf den Weg in The Painted World of Arishmames. Wird geil, oder? Wird geil. Dafür braucht man übrigens die Puppe, die man im Undead Asylum 2 findet. Huch. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Und wir sind hier in der gemalten Welt von Ariames, dem Maler dieser Welt. Das wird lustig, Freunde. Das wird ganz lustig. Es wird nicht lustig. Es wird nicht lustig. Mann, ey. Ja, hier, ihr seht schon, ein frostiger Willkommensgruß. Hier geht einiges. Und hier geht vor allen Dingen ein Leuchtfeuer. Püff! Sehr schön. Da setzen wir uns natürlich erstmal dran. Denken über unser Leben nach. Entfachen das Leuchtfeuer, weil wir ja keine Hülle sind und 10 Estes haben wollen. Püff! Sehr schön. Okay. Und dann sind wir wieder fresh. Dann können wir weitergehen. Ich sammle hier aber nur schnell 20.000 Seelen. Hallo! Und tschüss. Um mir was zu kaufen vom Schmiedi McSchmiedenstein. Hallo! Und tschüss. Oder haben wir noch... Wir müssen eigentlich noch Seelen haben. Okay, ich teleportiere mich mal zurück zum Schmied. Wir fangen mit der Painted World of Ariames in der nächsten Folge an, Leute. Ja, man muss auch Prioritäten setzen. Mit diesem Leuchtfeuer ist kein Teleport möglich. Fuck this shit. I'm out. No. Ich kann mich doch teleportieren. Warum lässt du mich nicht teleportieren, wenn ich mich doch teleportieren kann? Das macht ja keinen Sinn. Okay, dann müssen wir wohl die Painted World of Ariames direkt angehen. Ohne Umwege. Einfach
Ja, ne? Macht Spaß auf jeden Fall. Wird lustig, sag ich mal. Wird lustig. Hier können wir wahrscheinlich noch nicht durch. Genau. Wollte ich doch sagen. Dann schauen wir uns diese Schneemannschaft mal an. Erinnert vielleicht einige von euch an ein DLC aus Dark Souls 2. Namely Crown of the Ivory King. Ja, Kruzifix! Die verfluchten Bogenschützen! Oh, hier geht's auch noch hoch. Hallo. Hallo. Warum sind hier denn so viele Untote? Das ist ja nicht so nett. Hallo. Ich kenne Page World of Ariamis gesehen, ja, aber noch nie selbst gespielt. Also, Seelekrieger, okay, nett. Also verurteilt mich bitte nicht. Getrocknete Finger. What the fuck? Ey, du bist doch ein Schmied aus Dark Souls 2. Warum willst du Beef? Okay. Was ist hier jetzt am Abgehen? Oh, hallo. Krieg ich hier gleich Besuch, oder? Excuse moi. Wow, 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 wow. Der Schaden des Jahrhunderts. The fuck? Hallo? Ich glaube, bei denen ist es ganz gut, wenn man auf Distanz bleibt. Alter, hier ist er. Hier ist er. Aua! Ist einiges los. Die machen aber auch Schaden, ey. Das ist ja jetzt nicht so schön. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich andere Gegner noch triggere. Nein, ich bin giftig! Ich bin giftig, ja. Ich bin sehr giftig. Shit. Darf ich bitte nicht giftig sein? Zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier nehme. Warte, das hier. Sehr lecker. Okay. Gibt's hier jetzt unten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, gehen wir von oben nochmal hin. Gucken uns das Ganze einmal ganz genau an, Freunde. Ganz genau. Zero Death, Alter. Zero Death in the Painted World of Ariamis. Zero Death, Freunde. Zero Death. So, was ist denn jetzt hier unten los? Das ist eine Albino-Ratte. Hey, Mr. Albino-Ratte. Die! 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 Oh, da ist noch eine. Hallo. Die! Die! Bringt die irgendwas? Na, Seelen, aber sonst. Warum sind das Albino-Ratten? Excuse moi. Hm. I don't know. I don't care. Okay. Lasst uns über diese sehr vertrauenserweckende Brücke gehen. Nein, das sind wieder so Typen. Mino Likey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Help, Alter. Zero Death. Zero Death. Zero Death. Zero Death. Zero Death, Freunde, Alter. Zero Death. Kein Tod in der Painted World of Ariamis, Alter. Ich sag's euch, Freunde. Kein Tod in der fucking Painted World of Ariamis. Oh Gott. Hey, mi friendo. Please fuck off. Wow. Hey, das war jetzt nicht so gemeint. Gott, warum machen die denn so viel Schaden? Ja, vielleicht aufhören, so viel Schaden zu machen. Oh, oh. Excuse moi. Alter, hier gibt's ja alles. Okay, wenn ich sie auf Range halten kann, ist es ganz gut. Stolze Ritterseele, Krieger. What the fuck is going on?
Kommt er mir nach? Nein, ich glaube nicht. Okay. Die Brücke sagt mir was. Aber das andere eher schlecht. Zero Death, Freunde, Alter. Zero Death. Kein einziger Tod in der Painted World of Ariamis. Ich sag's euch. Ich sag's euch einfach. Ich bin Pro. Was soll ich machen? Auch nichts dran ändern. Ich Pro bin. Ne? Kann man auch nichts dran machen. Hallo? Da ist so eine Rahmenfrau. Ekelhaft. Bitte gehen Sie weg! Ich möchte Sie nicht beleidigen, aber Sie sind ekelig. Und wir erstmal hier, erstmal einen Überblick verschaffen, ne? Über die ganze Situation. Nun, ich glaube, diese Folge neigt sich auch dem Ende. Aber ist hier denn ein sicherer Ort, um die Folge zu beenden? Wahrscheinlich. Entschuldigung. Wow, 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 wow. Mrs. Rain Lady. Calm your tits, Alter. Calm your tits. Okay, du hast keine, aber. Trotzdem. Wow, da ist ja noch eine. Aua! No, sie. Oh, das ist ein bisschen. Nein, Zero Death! Zero Death! Zero Death, Rahmenlady! Zero Death! Ja, das lasse ich mir von dir nicht nehmen. Das lasse ich mir von dir nicht nehmen. Oh, da ist eine Liebewand. Okay, Leute, ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Painted World of Ariamis, Zero Death, Freunde. Zero freaking Death. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.